Hi Gosch. Hi. Ja, guten Morgen, bist du schon wach? Na klar, schon lange. Ja. Ich hab sogar schon geschwommen hier. Und wie war's? Sehr schön. Hammer, ne? Wo wir hier sind. Schön. Also Griechenland ist schon schön, ne? Alter, schon mal, jetzt war aber viel zu tun. Du musst erstmal in die Türkei und dann den Wagen hier abchecken lassen. Ja, ich habe natürlich geguckt, ob wir irgendwie Reifenprobleme haben. Also Beule habe ich nicht gesehen. Und ja, wir konnten auch gestern nicht mehr so viel fahren, ne? Das war das Problem. Die Straßen waren ja, die waren nicht so gut und man konnte nicht schneller als 110 fahren. Und wenn du irgendwie was an der Felge hast, dann merkst du das halt bei 120, 130 merkst du. Dann hast du ein Zittern. Ich kann das echt nicht sagen. Wir brauchen jetzt eine Werkstatt, wir müssen den abchecken. Aber erst in die Türkei oder sollen wir das hier irgendwo suchen? Also mein Griechisch ist nicht gut. Ja, meins auch nicht, aber Englisch könnten wir einigermaßen fahren. Deswegen, ja, ich sag, wir sind ja nicht weit, ne? Wir haben ja 200 Kilometer. Stunden sind das. Geh mal diesen Ausblick, das ist doch Wahnsinn hier. Das ist einfach nur geil. Total schön. Ich bin total verliebt. Ich könnte hier jetzt so eine Woche bleiben locker. Du kannst hier machen, ich kann dich ja wieder abholen. Na gut, ja, willst du mich hier? Bis dahin habe ich mich hier eingelebt und arbeite wahrscheinlich schon hier. Wenn du hier morgens aufstehst, so, ne? Und hier direkt reinschaust, guck dir doch mal. Das ist Lebensqualität, ey. Und Autoschrauben. Ja. Apropos Autoschrauben. Wir müssen zu einer Werkstatt, aber wir machen jetzt das Wichtigste überhaupt. Was denn? Das wird sehen. Das ist das Wichtigste. Erstmal Auto waschen. Das ganze Deck erstmal weg hier. Das werden wir sehr oft machen. Fenster war zu, meine Seite war nämlich offen vor. Ah, der Land. Ja. Du? Wie geht das zu? Ja, aber ich hab's ja vorhin, als wir hier waren, offen gehabt. Alter, aber gut, dass du dich ja, jetzt dran erinnerst. Ja, du bist da drin, ne? Ja. So, mal Kaffee trinken, ja, Alter. Ja, komm, lass uns einen Kaffee trinken. Ja, ich geb dir einen aus, aber ich hab mein Geld drinne. Ich hab auch mein Geld drinne. Bei der Wäsche schmeckt's besonders gut, deswegen machen wir beim nächsten Mal. Also ich weiß nicht, ob ich da voll die Kratzer reinhaue, ist mir auch egal. Ja, bei Silber sieht man das eh nicht, bei Schwarz würde ich aufpassen. Sieht immer gut aus, sofort sauber, ne? Ja. Na gut. Gut, dann sehen wir uns beim Kaffee trinken gleich. Ja, okay. Super geworden. Thank you. 20 Kilometer noch, dann sind wir in der Türkei. Ich konnte jetzt ein bisschen schneller fahren. Auf so einer Strecke. Das Gute dran, wir haben kein Knacken, keine Extremgeräusche. Er zieht nicht nach links, nach rechts, das habe ich ja schon alles erwähnt. Wir haben das Auto noch gerade gewaschen. Was habt ihr ja? Wie die Windschutzscheibe wieder aussieht. Ja. Guck dir einmal nur hier die Flecken, dann siehst du ja. Ja, genau, hier. Also wir sind gleich in der Türkei. Weißt du was, wir fahren einfach Richtung Antalya und dann schauen wir einfach, was wir machen. Hätte ich hier extreme Geräusche oder Wackeln oder so, dann würde ich jetzt sofort in die Werkstatt gehen. Aber wenn wir erstmal nicht machen, wir werden das in Antalya machen. Wenn wir jetzt irgendwo auf dem Weg jetzt keine Werkstatt sehen. Ja. Und dann lade ich dich zum Essen ein. Oh, ja, Mann. Ich habe auch Hunger. Da sind schon die LKWs, die alle sich nacheinander rein hier, ne? Türkei, 2 Kilometer steht da. Hey, wir haben es geschafft. Yeah. Machen wir noch Dirty Free? Dirty Free gehen wir. Dirty Free machen wir auch noch. Dirty Free machen wir ein bisschen Dirty. Und danach müssen wir das Wichtigste machen. Dass du nicht in irgendwelche Löcher reinfährst. Das war ja auch wichtig. Das musst du jetzt immer anhören von mir. Ja. Boah, was ist das denn hier, Alter? Ich guck dir das mal an. Ja. Warum sind die LKWs hier so voll? Ich weiß es nicht. Okay. Die tun hier uns alles zumachen. So, guckst du mal, dass hier vorbeikommt. Boah, guck, hast du den Schacht gesehen? Nein, ich hab jetzt nicht. Hast du nicht gesehen? Ich weiß nicht, vielleicht hat die Kamera boah, das boah, da war so ein Gulli. Ey, da war bestimmt 20 cm wieder. Genau in so einen Schlagloch bin ich da lang. Da lang! Du fährst dauernd irgendwie in die falsche Richtung. Jetzt werden wir einmal gescannt. So, ich. Ja, glaub, ich weiß so, nicht. Warum fahren wir durch irgendwelche Säulen hier? Keine Ahnung. Da ist bestimmt irgendwas. Und, Grenze durch. Das ist jetzt genau griechische Grenze und türkische Grenze. Jetzt gehen wir genau da durch. Über die Brücke, über diesen Über die Fluss. Brücke. Genau, hier sind noch die griechischen Freunde. Militär, ne? Ja. Leute und dann. Boah, die Straßen sind super. Ja, aber diese Brücke tun sie auch nie schön machen, oder? Boah. Ja, mach langsam. Wir haben es nicht eilig, das ist hier echt. Also wenn das Auto jetzt nicht kaputt ist, ist es spitz jetzt. Wahnsinn. Guck dir mal die Starklöcher an hier. Die Brücke müsste auch mal wieder bearbeitet werden. Ja, die Brücke müsste echt mal bearbeiten. Wenn du hier nachts reinkommst, musst du echt aufpassen.
Netter Soldat. Netter Soldat. Und jetzt sind wir in der Türkei. Juhu, Türkei in der Geldik. Geil. Yay. Das ist immer ein schönes Gefühl, oder? Hoş geldiniz in der Türkei, würde ich sagen. Hoş geldiniz, yay! Durch die Grenze durch und dann haben wir es erstmal geschafft. Trotzdem also für mich ist Deutschland unser Land. Meine Heimat. Ja? Ja, hier, das ist ja das Komische. Du kommst hier hin, du bist der Deutsche. Mhm. Du bist in Deutschland, du bist der Türke. Automobilkarte. Hier ist jetzt alles neu, ne? Ja, ich weiß nicht. Doch. Warte mal, ich muss schon mal die Pässe rausholen, oder? Guck mal, siehst du, ist ja alles neu gemacht worden. Das hat super geklappt. Ne? Also ich muss sagen, ich bin total zufrieden. Ja, ich hat auch. Alles super funktioniert. Das Geile ist, wir wissen gar nicht, was wir machen. Ne? Ja. Es ist einfach planlos. So, aber wir fahren runter Richtung Esbjerg erstmal. Okay. Ja, unterwegs lassen wir offen. Werden wir auf jeden Fall erstmal eine Werkstatt aufsuchen und dann checken wir den Wagen ab. Aber es ist jetzt nicht akut. Das muss ich nochmal hier erwähnen. Aber ich will den auf jeden Fall von unten mal anschauen. Vielleicht auswuchten, dass wir den Reifen mal anschauen, nicht, dass da eine Beule oder so entstanden ist. Aber glaube ich zwar nicht. Aber kann alles passieren. Diese Schlaglöcher mal gezeigt. Kann schon sein, dass ich was aufgenommen habe vorhin, wo du gesagt hast, oh, guck dir das an, guck dir nichts an. Ich glaube, da habe ich schon was aufgenommen. So, jetzt geht es erstmal da in die Richtung. Aber es war eine schöne Reise bis jetzt. Ja, ich muss sagen, richtig gut. Ne? Ja. Du hast ja eine überteuerte Telefonkarte gekauft. Ja, hallo. Ich bin mir sicher, wenn wir später irgendwo in einen Shop reingehen, dass wir das viel günstiger zu normalen türkischen Preisen bekommen. Ich habe jetzt auch. Du hast jetzt viel zu viel bezahlt. Ich sag mal jetzt gar nicht was. Ich brauch doch Internet. Du armer Kerl. Ey, das finde ich geil in der Türkei, ne? Dass ihr solche Attrappen immer habt. Was hat der in der Hand? Eine Pistole? Das weiß ich nicht. Was hat der in der Hand gehabt? Ich habe jetzt nicht. Ich habe hier reingeguckt, da sieht man das nicht so. Aber ich finde das so geil. Das gibt's ja schon seit, ich glaube, 90er Jahre schon, ne? Ja, damit sie nicht schnell fahren. Ja, in der Türkei muss man auf jeden Fall aufpassen, nicht zu schnell fahren. Egal wer, du wärst echt aus dem Verkehr gezogen und die Strafen sind sehr hoch. Das stimmt. Aber ich finde es ja okay, Mann, dann sollen die auch nicht rasen hier. So, vor uns fährt einer. Abdeckung. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das sieht hier so weit weg aus. Oder siehst du das, wenn du das siehst? Das stimmt. Ha? Du hast hier ein kleines Display, warum siehst du das nicht? Aber die Abdeckung von unserem Renault hier vorne. Von den Kollegen. Rattert und klappert wahrscheinlich. Die ist sowas von organisch. Macht er sich überhaupt keine Gedanken so? Ey, mein Auto macht voll die Geräusche und. Ich frag mich, der muss das doch hören. Der muss das voll hören oder macht er die Mucke so laut, aber trotzdem war es ja bestimmt Vibrationen, so Klopfen. So. Ja, der ist voll hart am Leben. Also. Vielleicht fährt er jetzt in der Werkstatt. Fahren wir so hinterher. Direkt. Nein, das ist was anderes. Was ist das? Was war das? Keine Ahnung, aber das war nicht Abdeckung. Irgendwas eine Achse. Also vom Weiten sah das aus wie eine Pappe. Aber ich habe irgendwas in der Hinterachse habe ich was gesehen. Oh mein Gott. Also das kann ja nicht die Achse. Ja sehen. Also kann sein, dass in der Hinterachse nochmal so ein Plastik ist. Aber was soll ich sagen? Willkommen in der Türkei. So, wir sind jetzt gerade hier Kescher. Wir sind jetzt alle Werkstätte kurz vorbeigefahren. Alle Bühnen sind voll. Ich hatte leider keine Zeit, den Wagen irgendwie kurz hochzuheben. Die sagen, alles soll morgen kommen. Da sind wir ja schon wieder weg. Deswegen, das ist schon krass, ne? Wie alles so abgeschirmt ist. So. Muss jetzt mal voll klarkommen hier. Hier ist das dann mehr, so voll viele Werkstätte einfach nebeneinander so. Und das nennt man halt Zammerl. Also danke für mich zum Essen einladen, war gut, aber... Ja, kein Problem. Ich bin voll. Ja, wie oft du was bestellt hast, kann ich mir gerade... Haha, ich dachte, der gibt aus, muss jetzt hier voll reinhauen. Aber das war cool da gerade. Der Chef kennt uns angesprochen. Hat mich über das Auto gefragt, also was für ein Auto das ist und so. So, ja, 3 Liter, TDI. Also ja, die gehen gut und so. Naja, der ist gut und so. Da war noch ein, jüngerer Kellner dabei. Und er hat wohl meine Videos geschaut schon. Also er kannte mich. Aber er mich dann gesehen hat und das Auto gesehen hat, weil er ja die Videos schaut. Ja, das ist der. Und dann kamen die doch zu uns. Ja, und dann hat er ja zu dem anderen Kellner gesagt, ich hab dir doch gesagt, das ist der. Wir, bei mir gucken ja 4 Parteien, also die ganz oben. Also erste ist natürlich Deutschland, dann kommt Österreich, dann kommt Schweiz und dann kommt Türkei. Türkei sind nur 4%, die meine Videos schauen. Ja. Das sind ja, was weiß ich, wie viele Millionen hier wohnen.
Ja. Sind mir jetzt gerade einem begegnet, der mich kennt. Mhm. Das ist Wahnsinn. Was ich damit sagen möchte, ist schon krass, wo die Leute die schauen. Ne? Ja, klar. Das ist Wahnsinn. Und wenn du jetzt so einen gesehen hast jetzt, weil er hat sich überhaupt nicht getraut, die mich anzusprechen, so, weißt du? Mhm. Fand ich cool. Wir fahren jetzt einfach Richtung Antalya und wenn wir sagen, wir haben keinen Bock mehr, dann sind wir irgendwo wieder ein Hotel. Genau. Ja? Das war mit hier Hubschrauber, Landeplatz und so. Der Typ hat einfach auf seinen Hof einen Helikopter. Ja, das war so, so ein Restaurant mäßig und der hatte da so einen Heli-Landeplatz. Ja, ja. Ja, da braucht man kein Radar, Eilosch. Da fährt man automatisch langsam. Weil man die Aussicht genießen möchte, ja. Klar. Das ist doch einfach ein Traum, ey. Wir sind hier so, wir chillen einfach. Ne, ich fahre gerade mit 100. Just mal. Guck dir das Schöne hier an. Das schöne Meer. Die wunderschöne Landschaft. Leute, wenn wir so 100 fahren, ich glaube nicht, was wir verbrauchen. Einfach 5 Liter. Die Autobahn führt da entlang, ne? Ja. Hammer. Jedes Mal ein Genuss, wenn ich das sehe. Na, es geht erstmal hoch, ne? Oh mein Gott, wir sind jetzt auf der Brücke. Ich hab mal ein bisschen Bammel so auf der Brücke. Ja, natürlich. Guck mal, wie gigantisch diese Brücke. Der gekriegt. Oh, guck mal! Oh mein Gott! Die ist schon viel, viel größer als die Istanbul-Brücke. Ne? Also das ist schon mächtig, diese... Also das ist schon, die Brücke ist sehr, sehr lang. Wow, guck dir das mal an. Wunderschön. Also kann man für 1 Euro sein Auto waschen, nicht mal 80 Cent kostet das. Also ich habe 2 solche Tocken bekommen. Einmal kann man irgendwie Schaum machen. Und das andere zum Abspülen. Zum Abspülen. Kennt ihr überhaupt einen, der an einem selben Tag 2-mal sein Auto wäscht? Also er ist küppig, ne? Er ist küppig, ist ja klar. Also einer von denen müsste jetzt funktionieren. Ich glaube, der hier ist für küppig. Was machst du? Reicht das für alles? Nein, das hab ich für alles gesagt. Und die Reste noch. Müssen wir das jetzt auch schnell machen, ne? Vorsicht. Nur so wenig? Ohne Druck? Ich glaube, ich brauche jetzt 10 Jahre. Ah, jetzt habe ich Druck gespürt. What? Ey, damit kannst du den Lack weghauen. Mal nee, das schaffst du. Guck mal, die ganzen Insekten sind fast weg. Da vorne hast du noch ein paar Flecken. Das ist einfach nur brutal, das kann man echt nicht festhalten. Und ich bin kein Schwacher, ne? Bis zum nächsten Waschen, bis zum nächsten Song. Okay. Ne? Also, Alnosch, es wird jetzt langsam dunkel. Ja. Hotel? Genau, die Werkstatt war ja schon belegt. Schade. Egal. Aber ich muss ja auch sagen, also lässt sich auch super fahren immer noch. Also da gibt es keine Probleme. Ich glaube auch. Aber ich merke jetzt gerade, Eidosch, dass ich schon so 10 Stunden unterwegs bin hier, ne? 10 Stunden? Ja. Guck mal, wir haben den vollgetankt. Wir haben Reichweite von 1020. Also 1120 ist es. Und der geht noch ein bisschen hoch. Was haben wir bezahlt mit volle Tankfüllung? 1500 Tele. 1550 durch 25, 62 Euro. Ja, für 60 Liter. Zweiter Tag, wir sind in Izmir. Aber ich glaube, ich werde heute sehr gut schlafen. Also wenn wir jetzt so ein bisschen fahren, haben wir fast 3000 Kilometer gefahren. Morgen schauen wir mal, ob wir irgendwo eine Werkstatt finden, wo wir unser Auto einmal abchecken. Der zeigt immer noch 1120 Kilometer an. Mhm. Wahnsinn.
Ja, das Ding verbraucht so wenig. Einfach nur göttlich. Und da drüben haben wir sofort das Meer. Das ist so Hammer. So, Eidos, wolltest du noch was sagen? Ich bin müde. Ich wollte jetzt eigentlich nichts mehr sagen. Ja. Ja gut, Leute. Ich sag gute Nacht. Ja, ich sag auch gute Nacht. Atladım. İşte beni bu hale soktu. Ha? Dalaştın mı? Ayol senin dayak yediğin tarihte yazılı değil. Ne dayağı Sevda? Bu herif şeytanın teki. Hep ayağıma dolaştı.